Hallo Kaspar, heute wollen wir was Gutes für unsere Schultern tun. Und zwar wollen wir unsere tiefen Schultergelenkmuskeln bearbeiten. Die Bereiche, in denen wir auch am meisten Verkrampfungen und auch Verspannungen haben können. Daher müssen wir auch diese Übung immer ganz vorsichtig und behutsam durchführen. Wir legen unseren rechten Arm ganz seitlich an den Körper. Der Arm liegt aber entspannt auf dem Boden, der Arm wird getragen. Winkel jetzt dein rechtes Ellenbogengelenk an, sodass dein rechter Unterarm senkrecht ist. Drücke deinen rechten Oberarm fest an den Körper ran. Dreh jetzt langsam dein Schultergelenk nach außen, sodass dein rechter Unterarm nach rechts Richtung Boden runtersinkt. Bewege auch da nur so weit, wie dein Bewegungsraum es zulässt. Achte darauf, dass es nicht zu unangenehm ist, dass du es immer aushalten kannst. Halte einen kleinen Moment und dann hebe langsam den rechten Unterarm bis zur senkrechten Position an. Führe diese Bewegung jetzt ein paar Mal so in deinem eigenen Tempo durch, dass es für dich angenehme Bewegungen sind. Spüre dein Schultergelenk. Prüfe vor allem nach, dass die Bereiche, die sich jetzt ein bisschen unangenehm anfühlen um dein Schultergelenk herum, dass diese Bereiche sich passiv bewegen lassen. Dass du aktiv in den gut arbeitenden Muskeln arbeitest. So diese Änderung zu spüren, ganz bewusst hinzufühlen. Genau. Nach ein paar Wechseln legst du den rechten Arm dann wieder auf den Boden rauf, sodass es für dich bequem ist, den Arm liegen zu lassen in einer angenehmen, neutralen Stellung. Mach eine kleine Pause, spüre einen Moment nach, wie sich jetzt dein rechtes Schultergelenk anfühlt und dann wiederhole das Ganze auch mal mit dem linken Arm. Denk auch wieder dran, dass du deinen linken Oberarm am Körper fixierst und dann auch hier vorsichtig arbeiten. Es darf auch mal ein bisschen unangenehm werden. Es dürfen aber nie Schmerzen sein. Wir müssen es immer gut aushalten können. Und auch hier versuchen, in diesen schlecht arbeitenden Muskeln, unangenehmen Muskeln, auch passiv zu bleiben. Dass diese Muskeln frei bewegt werden. Und du mit der Zeit diese Muskeln auch besser lösen kannst. Auch hier wieder den Bewegungsraum respektieren. Wenn der Unterarm nicht ganz auf den Boden kommt, ja, dann ist das so. Genau. Und dann wieder richtig schön lockern und den linken Arm auch wieder am Moment frei liegen lassen. Spüre nach, wie fühlt sich jetzt deine linke Schulter an. Hebe jetzt nun langsam deinen rechten Arm ganz hoch bis zur senkrechten Position an. Und bleib einen Moment in der senkrechten Position. Schiebe jetzt dein rechtes Schulterblatt in Richtung rechtes Hüftgelenk, in Richtung rechte Taille. Super. Atme jetzt ganz tief ein und mit deiner Ausatmung hebst du dein rechtes Schulterblatt an vom Boden, sodass deine vordere Schulter- und Brustmuskulatur einsetzt, die Anspannung spürst. Aber prüfe auch nach, wie sich dein Schulterblatt bewegt, wie sich die Muskeln hinten verlängern lassen. Atme tief durch und mit der Ausatmung senkst du dein rechtes Schulterblatt wieder in den Boden hinein. Den Arm lässt du aber einfach senkrecht und wiederhole auch diese Bewegung in deinem eigenen Atemrhythmus. Und fühle immer auch um dein Schultergelenk herum. Wie weit erlauben die hinteren Muskeln diese Bewegung? Wie weit lassen sie sich verlängern? Halten sie da hinten vielleicht auch fest und fühlt es da hinten vielleicht auch eher unangenehm an in diesen verlängernden Muskeln? Dann versucht dort frei zu lassen, dass auch diese Bereiche in der Zeit elastischer und angenehmer werden. Und wenn dann wieder dein Schulterblatt auf dem Boden angekommen ist, ja, dann legst du den Arm auch wieder langsam runter in eine angenehme Position, da wo es für dich bequem ist, den Arm liegen zu lassen. Entspanne rechtes Schultergelenk und führe diese Übung auch nochmal mit deinem linken Arm durch. Genau, Gleichgewicht finden und wieder in deinem eigenen Atemrhythmus diese Bewegung durchführen. Fühle auch hier nochmal die arbeitenden Muskeln auf der Vorderseite. Arbeiten sie gut mit? Fühlen sie sich unangenehm an? Dann versuche auch in der arbeitenden Muskulatur diese unangenehmen Muskelbereiche zu lösen. Dass auch hier positiv mit diesen Muskeln arbeiten kannst. Respektiere auch bei dieser Bewegung deine Grenzen.
Und dann lass auch wieder dein linkes Schulterblatt auf dem Boden. Leg den Arm auch wieder in eine bequeme, neutrale Position hin, sodass du ihn loslassen kannst. Spüre nach, wie sich jetzt beide Schultern anfühlen, wie sich beide Schulterblätter in die Matte reinfügen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welche Bereiche ihr gerne als nächstes bearbeitet haben möchtet.